Was ist so das Gravierendste? Oder man redet ja immer viel über diese ganzen negativen Sachen. Was ist denn das Positivste, was du so für dich 2020 rausgezogen hast? Das Positivste ist, dass ich auf jeden Fall stärker geworden bin und Sachen über mich rausgefunden habe, die ich davor nicht wusste. Also ich habe mich, glaube ich, immer abhängig von Leuten gefühlt. Ob das mit Arbeitskollegen sind oder ob das irgendwie persönlich ist. Und 2020 war für mich ein Jahr, wo ich einfach an mir selber geglaubt habe und einfach gesagt habe, okay, ich mache Musik, die ich jetzt liebe, anstatt zu sehr darüber nachzudenken, wie die Musik klingen soll. Ja. Also sozusagen auch mal lieb zu sich selbst sein, ne? Ganz genau, ganz genau. Ist ja jetzt so, bei Vertigo ist es ja wirklich so, es geht ja um so Themen wie Selbstvertrauen und Unsicherheit und sowas alles und Unruhe. War das dir von Anfang an klar, dass du da diesen Kontrast so mit reinbringen willst? Naja, ich finde es bei jedem Song unterschiedlich. Also bei dem Song fand ich es total cool, damit also mit diesem Gedanken zu spielen, dass man so eine Schwäche nimmt von einem oder etwas, was einem beschäftigt und das dann so einen Spin gibt und das halt noch krasser macht, also mit Instrumenten wirklich betont und die Stimmung einfach richtig umdreht. Anstatt das irgendwie als eine schwache Nummer und so eine Ballade zu schreiben. Aber das mache ich oft in meiner Musik, habe ich gemerkt. Also ich liebe es einfach so, Power-Songs zu schreiben oder Songs, wo ich mich dann ein bisschen mächtiger fühle irgendwie. Also ein bisschen stärkerer, als ich dann vielleicht im echten Leben bin. Aber es ist auf jeden Fall sehr erfrischend, das kann ich sagen. Klingt sehr, sehr geil. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vermisst du das mit am meisten? Wahrscheinlich schon, ne? Ich glaube, die letzte Tour war 2019. 2020 haben wir noch ein paar Termine gespielt, Anfang des Jahres, so Januar, Februar, aber nur in Europa. Und ja, wir hatten halt auch coole Festivals 2020 gespielt. Ich wollte unbedingt Sigget spielen, und das ist leider also ausgefallen. In Berlin wollte ich auch unbedingt wieder Lollapalooza spielen, das hatten wir auch dieses Jahr gemacht. Superbloom ist auch neu in München und ach, es waren alles Festivals, worauf ich mich riesig gefreut hatte, aber man muss erstmal schauen, wie es weitergeht und hoffentlich 2022. Ey, hoffentlich. Sehr, sehr gehypt aufs nächste Jahr. Da wird viel nachgeholt auf jeden Fall. Jetzt war es ja so, die letzten 3 Jahre waren ja für dich sowieso ziemlich krass, würde ich mal sagen, oder? Also da ist schon sehr viel erlebt. Also ich habe vorhin mal so in der Redaktion mit den Leuten drüber gesprochen. Im Prinzip hast du da so viel erlebt. Manche erleben so viel vielleicht in der ganzen Karriere oder so. Also sage ich jetzt mal sowas wie Jimmy Kimmel oder Jimmy Fallon und so. Da ist man, glaube ich, warst du da doll aufgeregt? War das so ein Highlight, sage ich jetzt mal, aus den letzten Jahren auch, dann da in den USA? Ja, auf jeden Fall. Ehrlich gesagt fühlt sich das alles wie ein Traum an. Ja. Also, wenn man, also 2020 war dann alles plötzlich weg. Es ist, als würde jemand dir was wegnehmen und es ist halt was Unsichtbares. Du kannst es irgendwie nicht anfassen. Es war so eine Sache, die du nur in Bildern siehst und irgendwie war das echt schwierig 2020. Aber ich habe so viel erleben dürfen und eigentlich sollte ich einfach froh sein, dass ich diese ganzen Sachen gemacht habe. Also wirklich dort vor Ort zu sein bei so einer Talkshow war für mich eine Riesenehre. Ich glaube, damals habe ich es nicht so wirklich kapiert, weil ich einfach dachte, okay, scheiße, morgen ist Jimmy Kimmel oder James Corden oder was weiß ich. Und ich habe mich eher darauf fokussiert, dass es aufregend ist und ich war eher nervös und wollte einfach, dass es gut läuft. Ich hatte diesen Druck so, okay, ich muss gut performen, dieser Song muss gut performen, die Leute müssen diesen Song mögen. Und ich habe ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht, dass es auch wirklich echt Jahre dauern kann, bis man überhaupt eingeladen wird. Also ich habe das schon wertgeschätzt, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich es nicht realisiert habe. Ich hätte es mehr zu schätzen wissen sollen, damals auf jeden Fall. Aber ich war einfach so verloren in den Gedanken. Es ging auch Naja. alles relativ schnell hintereinander, oder? Die ganzen Einladungen und so.
Ja, und du weißt auch nicht wirklich so, du hast auch keine Zeit, das zu verarbeiten. Du wirst einfach von einem Termin zum nächsten geschickt und dann, aber 2020 habe ich genug Zeit gehabt, um das zu verarbeiten und habe festgestellt, dass ich das unglaublich vermisse und unbedingt möchte, dass ich einfach diese Chancen nochmal bekommen kann und würde alles dafür geben. Im Prinzip hat es auch irgendwo mal ganz gut getan, so ein bisschen Zeit zu haben, um alles so ein bisschen über alles nachzudenken. Ja. Deswegen kannst du dir das gut vorstellen, dass man auch da mal Zeit gehabt hat, um alles, was so in den letzten 3 Jahren bei dir zum Beispiel auch passiert ist, einfach mal zu realisieren und darüber nachzudenken, was da eigentlich alles war. Ich meine, warst ja auch noch, Coachella war ja auch krass, nehme ich mal an. Und dann auch bei The Voice of Germany war ja auch noch, ne? Ja. Also Crazy. das war ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen eine verrückte Reise. Ja, es war wirklich eine verrückte Reise. Es war wirklich echt total schön, muss ich zugeben. Und jetzt vermisse ich das alles. Du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass du allgemein viel Musik gemacht hast. Kommt da denn noch mehr auf uns zu? 2021? Vielleicht ein Album oder? Also zum Album kann ich noch nicht so viel sagen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es wird 2020, 21, wir sind schon 21. 2021 wird es auf jeden Fall viel Musik geben von mir. Okay. Sind da auch ein paar Features dabei? Weil mir ist mal aufgefallen, dass, da wollte ich dich sowieso mal fragen, wie so diese Connection zustande kommt. Generell mache ich nicht so viele Features, muss ich zugeben. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich mich erstmal etablieren muss, bevor ich Features mache. Das ist immer so eine komische Einstellung von mir gewesen, dass ich erstmal es alleine schaffen möchte und dann bin ich bereit, irgendwie mit jemandem. Also, was, also ich habe ja schon zwei Features gemacht, muss man dazu sagen. Also, ich habe, aber es sind immer Leute, die ich halt auch echt, wo ich die Musik auch richtig feiere. Es waren immer Künstler, die ich total cool finde. Und wenn jetzt das nochmal entstehen sollte, dass irgendjemand zu mir kommt und sagt, hey, lass uns ein Feature machen, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, ich muss erstmal meinen Sound machen. Bei wem würdest du sofort Ja sagen? Also wenn The Killers ankommen würden und fragen würden, würde ich auf jeden Fall immer Ja sagen. Aber dann gibt es auch total viele weibliche Künstlerinnen, die ich total cool finde. Florence and the Machine, Lorde. Also es gibt schon einige, ja, wo ich ein Feature machen würde. Also ich muss wirklich sagen, im Moment, also so meine Meinung gerade musikalisch ist halt, ich finde im Moment klingt sehr vieles halt sehr gleich. Und gerade ich jetzt als, ich mache ja den Nachmittag hier bei Energy und man hört halt jeden Tag, dann kommen neue Songs raus, die klingen aber irgendwie schon wie die Songs, die wir sonst spielen. Und es war, deswegen war das gerade auch, der wurde ja auch morgens gespielt bei uns im Soundcheck auch dein Song, war das sowas Neues, Erfrischendes, irgendwie was halt, wie du gerade gesagt hast, es ist halt ein Sound, den die Leute gerade in den letzten Jahren wurde viel so das Elektro zurückgekommen. Man hat Songs aus den 80ern wieder neu gemacht und so, das sind so diese Standarddinger gewesen. Und gerade deswegen finde ich, war das halt einfach mal was Neues. Vielleicht müssen sich viele dran gewöhnen. Aber das ist genau das, was du sagst. Viele Leute kennen halt bestimmte Sounds und wollen das dann auch wieder hören. Aber das Ding ist, wenn du nie was Neues hörst oder ausprobierst, dann gibt es auch keinen Platz für neue Musik. Dann wirst du immer einfach denselben Sound immer hören. Und ich möchte einfach den Geschmack von Leuten ein bisschen testen. Ich möchte ihnen ein bisschen was Alternatives anbieten. Ich will halt nicht immer irgendwie Leuten Hähnchen anbieten, sondern vielleicht auch, I don't know, Jackfruit. Like, you know, ich will halt einfach ein bisschen was anderes machen und mir geht's halt auch genauso. Also ich finde auch, das, was im Radio kommt oder die Musik, hört sich auch sehr ähnlich an im Moment. Und das ist immer so ein Moment, wo ich dann merke, okay, ich muss was anderes machen. Ich muss irgendwie. Und vielleicht spielt es keiner oder vielleicht dauert es bis vielleicht 3 Monate, 4 Monate, bis irgendjemand es wirklich hören möchte. Aber ich muss es machen. 2019 warst du ja auf Tour, also die große Tour Europa, UK, Irland war, glaube ich, auch dabei, ne? Gibt es denn so ein Land oder so ein. War Irland dabei? Irland war, also 2019 oder 2020? 19. 19 war Irland dabei, ja. Mein allererstes Konzert in Irland. Wie war das so? Es war witzig. Es war sehr, sehr witzig. Ich wusste nicht, dass ich Fans in Irland habe, außer meine Familie, weil meine Familie kommt ja aus Dublin.
Aber es war total schön, einfach vor meinem Onkel und Tante zu spielen. Gibt es da noch so Kontinente oder noch so Länder, wo du auf jeden Fall auch mal auftreten willst? Asien. Ich möchte endlich mal nach Asien. Wir haben noch nicht in Asien gespielt. Egal wo, Japan, China. Ich will einfach in Asien spielen. In Amerika hatten wir schon coole Konzerte, aber klar, ich möchte auf jeden Fall wieder nach überall nach New York, San Francisco. Wo möchte ich sonst? Auch generell in Berlin möchte ich nochmal spielen. Ich finde, Berlin ist immer so ein Homecoming, weil dann kann ich immer danach nach Hause in meine Wohnung und ist immer ganz cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Bleib gesund, ganz wichtiger Punkt. Dankeschön. Ja, du auch. Bleib gesund und munter, so gut wie es geht. Und genau, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.